Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spektakulären Folge von Assassin's Creed Valhalla. Unter die Haut nennt sie die ganze Quest. Danke für den Support der letzten Folge und ich würde sagen, let's go. Hast du mit der Seherin gesprochen? Ja. Und wurden deine Fragen beantwortet? Einige Fragen ja. Auf andere muss ich selbst eine Antwort finden. Denkst du, dass es einen Platz für Vili in unserer Siedlung gibt? Er äußerte den Wunsch, mit uns zu leben und zu arbeiten. Wird er nicht der Jarl dieses Schiers sein, bevor der Tag endet? Das wird sich noch zeigen. Einige wollen lieber Trügvi an der Spitze sehen. Eivor, Trügvi hat nicht die Absicht zu führen. Er fühlt sich verpflichtet, seinem Herrn in den Tod zu folgen. Auf keinen Fall. Mein Vater würde solch eine Dummheit nie erlauben. Wie sonst soll ich meinen Jarl ehren in meinem Alter? Das sind nicht mehr meine Lande. Die Zukunft gehört dir, Vili. Das Feuer dieses Scheiterhaufens wird für meinen Vater brennen. Ich verbiete dir, ihm zu folgen. Ich werde nicht zulassen, dass du dich opferst. Verbietest du es mir als Freund, Vili? Oder als unser neuer Jarl? Als ein Mann, der will, dass du wieder zu Sinnen kommst. Vili, Trügvi. Ein jeder steht in einem Fußstapfen Hemings. Doch keiner der beiden will sich auf seinen Weg begeben. Braucht die Welt solch nutzlose, fackelnde Männer? Warum erhebst du nicht Anspruch und nimmst diesen Schier an dich? Das steht mir nicht zu. Dort, wo du dich bettest, jeder Hügel, den du besteigst, alles Silber, das du an dich nimmst, steht dir zu. Schränke dich nicht aus Nettigkeit ein. Snottinger Hamshir verdient einen Anführer, zu dem es aufschaut, dem das Volk vertrauen kann. Die meisten lieben Vili und er liebt sie. Doch ihm fehlt der Führungswille. Er könnte lernen, aber will er das? Und Trügvi? Standhaft und weise und dem Vermächtnis Jarl Hemings treu ergeben. Beinahe zu sehr. Doch er ist alt und seine Lebenslust hat ihn verlassen. Das beflügelt keinen. Das darfst du nicht! Ich erlaube es nicht! Ich bitte dich nicht um Erlaubnis, nur um deine Vergebung. Götter! Eivor, tu was gegen den Todeswunsch dieses Narren! Dies ist keine kleine Entscheidung, Trügvi. Und sie hat einen hohen Preis. Der Schier wird ohne dich ärmer sein. Aber... ich habe niemanden mehr. Der Sinn meines Lebens liegt tot auf diesem Scheiterhaufen. Das stimmt nicht. Wenn die Menschen Rat bei meinem Vater suchten, an wen sahen sie ihn sich wenden? Jarl Heming war mein Fels. Ja, ich beriet ihn, aber er fällte die schwierigen Entscheidungen. Wenn Heming hier wäre, würde er dich nicht auffordern, deine Weisheit zum Wohle aller einzusetzen? Und war es dein Schwur, Jarl Heming bis in den Tod zu dienen? Oder seinem Vermächtnis im Leben. Ich bleibe. Du besitzt Weisheit, Eivor. Mehr, als ich gedacht hätte. Tja. So schnell geht das, du. Okay, die Feierlichkeiten beginnen jetzt wahrscheinlich. Eivor! Hä? Sunifa. Im Dickicht wurden lauernde Pikten entdeckt. Vili jagt ihnen nach. Dieser Arschling. Er hätte mich erst wecken sollen. Arschling. Lass uns die mein neues Wort. Arschling. Das von Pikten. Ich kann mich allein um sie kümmern. Sag mir nur wo. Nicht weit entfernt. Ich zeige es dir. Sein Zorn hat ihn verzerrt, Eivor. Diese ganze Wut, die Traurigkeit. Sie haben Form angenommen. Dieser Arschling. Stockarsch konnte seine Gefühle nie im Zaum halten. Arschling und Stockarsch. Ich lieg fair. Mach dir keine Vorwürfe, Er konnte sich stets darauf verlassen, dass ich auf ihn aufpasse. Als Kind und auch jetzt.
Wenn es diese Raserei braucht, um ihn von seiner Krankheit zu heilen, dann sei es so. Ich werde dafür sorgen, dass er sich dabei nicht selbst verletzt. Odin sei Dank, dass das mächtige Wolfsmal sein Schatten ist. Wir kümmern uns um unsere Familie, Sunifa. Ohne zu fragen. Ich hätte dasselbe für dich getan. Für jeden aus dem Raben-Clan. Das wissen wir, Drenger. Deshalb haben wir dir die Treue geschworen. Hier, Eivor. Hier hat Vili die Ermordung des Speers mit angesehen und ist dem Feind gefolgt. Ich eile zurück nach Hemtorp und sorge dafür, dass unsere Raben wachsam bleiben. Kehre du sicher zu uns zurück, Drenger. Das ist kein Problem. Holen wir uns die Schweine. Immer die Feierlichkeiten hier. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ihr wollt hier die Feierlichkeiten stören, ja? Wo seid ihr denn? Wer seid denn ihr? Oh. Wer ist denn er hier? Oh! Er ist jetzt kopflos. Aha, bleib ruhig da oben stehen, ist kein Problem. Ihr wagt es, diese Zeit der Trauer zu stören? Hör auf, Vili. Sie sind fort. Es ist vollbracht. Ach, ich habe Hähne mit mehr Kampfgeist gesehen. Ich auch, seltsamerweise. Was höre ich? Ist der Donner? Das sind Schritte. Folge mir. Schnell! Also meinetwegen können noch ein paar kommen, also. War mir eben zu wenig. Gut, bekommst du die Doppelaxt, wenn du meinst. Oh, ein bisschen Gemetzel hier. So muss das sein. Na, komm her. Wohin will er denn wieder? Okay. Oh, Seitenstiche. Können wir weitergehen? Danke. Geh voran, sonst geht's ja eh nicht weiter. Du läufst ja immer wieder zurück. Au! Ich hoffe, es ist für ihn okay, dass ich vorangehe. Aufregend, nicht wahr? Ah, geht. Oh, Wolfi.
Na, eigentlich nicht, aber... Lauf doch weg! Nein? Gut. Tut mir leid. Tut mir leid, Wolfi. Und dein Herrchen nicht, aber um dir. Musst du Wolfi töten. Ja, können wir weitergehen? Spar dir deine honigsüßen Worte, bis wir hier rausgekommen sind, Stockarsch. Wir sind doch schon draußen. Also, glaube ich. Komme mit Willi aus der Mine. Odins Erdloch. Ah, bei Thors Donnerhammer. Da rauscht das Blut gleich schneller. Wild und tollkühn, wie unsere ersten gemeinsamen Schlachten. Weißt du noch? Die Insel nördlich von Stavanger. Ja. Kjötvi der Grausame bildete dort seine Berserker aus. Tölpelhafte Dummköpfe mit Schaum vor dem Mund. Wir verspotteten sie von den Baumwipfeln. Und der Betrunkene, weißt du noch? Suchte uns nackt wie der junge Morgen und fror sich dabei den Schwanz ab. Dann fing er an, eine Schneewehe zu besteigen. Warst du froh, von mir zu hören? Ich hatte mich schon gefragt, was du so treibst. Aber ich lächelte, als ich deinen Namen hörte. Und fragte mich, ob du wie dein Vater wärst und den Clan inzwischen anführtest. Nun hast du deine Antwort. Eher wäre ich wie ein Troll und überließe den Clan dir. So geht das aber nicht. Als mein Vater zum Jarl ernannt wurde, gab es niemanden, der ihm half. Und er hatte trotzdem Erfolg. Doch ich bin nicht mein Vater. Ich will nur umherstreifen. Glaubst du, Sleipnir wäre zufrieden, in einem Stall angebunden zu sein? Egal, wie prächtig dieser auch ist? Hey! Was soll das denn? Du hast Freunde, Willi. Und was ist mit Trügvi? Und mir? Und deinem Clan? Natürlich. Das weiß ich. Du kannst nicht ewig umherstreichen. Vergiss das nicht. Du bist von Menschen umgeben, die dich lieben. Und das wird sich nicht ändern, sofern du sie nicht alle wegdrängst. Ich verstehe die Wahrheit deiner Worte. Trollgesichtiger Stockarsch. Ein Hühnertrauger? Ist das denn möglich? Es scheint nämlich nicht möglich. Fusel auch. Mit Feuer getränktes Wasser. Ich lüge nicht. Okay. Abgesehen vom Tod deines Vaters, war es schön hier, Willi. Lustig sogar. Tja. Fragst du dich manchmal, was vielleicht passiert wäre, wenn uns das Meer nicht so früh in unserem Leben getrennt hätte? Welche Abenteuer wir gehabt hätten. Die Raubzüge, die Schlachten, der Ruhm. Ich denke sogar daran, was wir füreinander hätten sein können. Daran dachte ich auch. Mit ganzem Herzen. So oft, dass es manchmal schien, als wärst du gar nicht fort. Vielleicht warst du. Ich will dich, Eivor. Deine Wärme. Deine Berührung. Willi, nein. Das wird nicht passieren. Tut mir leid. Wir gehen nicht fremd. Ja? Das steht schon mal fest. Auch wenn die Olle ein bisschen komisch zu uns geworden ist.
Gehst du jetzt? Oh, mir geht so viel im Kopf rum, dass ich nicht schlafen konnte. Die Beerdigung, die Tane. Ich sollte zurück. Ich verstehe. Wir sehen uns dort. Willi ist bereits weg. Vermutlich, um sich auf die Beerdigung vorzubereiten. Ja, liebe Leute, dann war es das auch wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, die Episode hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn ihr vor allen Dingen, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne Supporter, lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.